Gut, eine Leiche. Und eine ganze Gruppe Ettins. Ja. Weiter. Ich werde tun, was ich kann. Also gut. Ich weiß, dass es gerade mies. Sehr gerne. Sag, was du weiter. Gut, der erste Ettin ist schon mal tot. Euer Leben ist verloren. Der ist unverletzt. Schützen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? So. Der ist auch hinüber. Wie kann ich einverstanden? Das ist das Klingen-Elixier. Also Klingenrebenextrakt dieser Behälter ist, bis auf eine kleine Stelle, durch die eine ebenso dunkle Flüssigkeit scheint, fast ganz schwarz. Auf dem Etikett, das kaum noch zu den Ziffern ist, steht Behälter mit Klingenrebenextrakt. Eigentum von der um die Bäume trauert. Ah ja. Gut. Stufenaufstieg. Stufe erhöhen. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Ja, maximal. Das heißt, der Charakter hat plus 3 auf Treffer, plus 5 auf Schaden. Minus 3 und einen zusätzlichen Angriff für die Runde. Letzteres gilt nur für Kämpferklassen. Dieser zusätzliche Angriff addiert sich zu dem Bonus, der schon durch Waffenspezialisierung erreicht wird, sodass ein Kämpfer der Stufe 9 mit Großmeisterschaft insgesamt 3 Angriffe pro Runde hat. Ja. Wo steht das denn? 4 Angriffe, Alter, jetzt. Ach du meine Güte, krass. Ach ja, und er hat immer noch den Helm, der das Charisma verringert. Ja. Stufenaufstieg bei dir. 3 Zauber des 5. Grades. Das heißt, wir kriegen neue Zauber. Okay. Warte, das ist die 5. Stufe, wo wir jetzt gerade sind. Ja, Tote beleben. Das ist dasselbe, wie unsere Priesterin hat. Was nicht so toll ist. Wasserelementar beschwören, beschwört ein Wasserelementar. Zauberschild. Der schützt ihn vor dem nächsten Zauberangriff. Todeswolke wäre natürlich nicht schlecht. Das ist wie die andere Wolke, nur dass die halt Schaden macht. Schaden oder einen sofort umbringen, natürlich. Sonnenfeuer ist wie ein Feuerbein, ein explosives Ausbrechen von Flammen, ein Schaden proportional zu der Stufe des Zauberers, da, da, da. Auf einen Hang geht der Gesamtbereich um ihn herum in Flammen auf, bis auf die
Alle bis auf den Anwender treffen, wesentlich keinerlei Schaden. Wesen, denen ein Rettungswerf gelingt, können sich ducken, sich flach auf den Boden werfen oder zur Seite rollen, sodass sie nur den halben Schaden erhalten. Na, ist nicht so toll, weil das geht vom Anwender aus. Das heißt, es trifft definitiv die Gruppe. Ah, Schwachsinn. Schwachsinn ist auch schön. Degenerierte Geisteszustand des Opfers, sodass er dem eines debilen Kindes entspricht. Das Opfer bleibt so lange in diesem Zustand, bis ein Bannzauber erfolgreich angewandt wird. Das Opfer muss auf Kosten eines Punktabzugs von mir seinen Rettungswurf gegen den Zauber anwenden, um der Wirkung zu entgehen. Schwachsinnige können keinen Zauber anwenden. Der Zauberheilung hebt die Wirkung von Schwachsinn bei einem betroffenen Charakter wieder auf. Schutz vor Säure. Ja, Schutz vor normalen Waffen. Ja, Phantomtor macht den Anwender unsichtbar. Phantomklinge ist auch, ne? Das ruft nämlich eine Klinge. Ah ne, Phantomschwert beschwört ein Schwert in seiner Hand. Das ist nicht die Klinge, die von selber angreift. Orakel hebt Tricks auf. Monsterherbeirufung ist klar. Monster festhalten ist auch klar. Luftelementar beschwören ist wie Wasserelementar beschwören und mit dem Luftelementar. Kältekegel. Ist halt ein Kältefächer vor dem Zaubern. Oh, ich kann mit anderen Ebenen Kontakt. Den Zauber erinnere ich mich gar nicht mehr. Immunität gegen Mon Zauber, Halbschattenmonster. Beschwört Schattenmonster. Geringere Zauber zurückwerfen ist auch nett. Der Zaumel ähnelt Zauber zurückwerfen des siebten Grades. Zauber, die auf ein so geschütztes Wesen gerichtet sind, werden reflektiert. Der Zauber wirft insgesamt vier Zaubergrade zurück. Flammenschleier. Dieser Zauberspruch lässt ein Wesen in Flammen aufgehen, wenn ihm der Rettungswurf gegen Zauber misslingt. Durch die Flammen erleidet das angegriffene Wesen Reichweite, Sichtweite, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Feuer- und Erdelementare. Achso, Feuer- und Erdelementare kann ich mehrere beschwören. Chaos. Chaos ist auch nett. Die Wirkung des Zaubers ist in jeder Hinsicht identisch mit dem Zauber Verwirrung des vierten Grades. Opfer taumeln umher. Laufen weg, greifen manchmal Freunde an. Ja, vierte Stufe oder drunter erhält keinen Rettungswurf. Fünfte Stufe oder darüber erhalten Rettungswurf. Bresche. Bresche band einfach Schutzzauber. Und Beherrschung, ja, das muss ich gar nicht erklären. Was nehme ich denn am besten? Eigentlich sollte ich Resistenz senken nehmen. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Durch diesen Zauber wird die Resistenz des Zielobjekts gegen Magie um 10% pro Stufe des anderen angesetzt. Gegen diesen Zauber wirkt weder ein Rettungswurf noch die Widerstandsfähigkeit gegen Magie. Wird dieser Zauber beispielsweise von einem Magier der 15. Stufe gegen ein Zielwesen mit einer Magieresistenz von 60% angewandt, wird die Resistenz des Zielobjekts automatisch um 25% reduziert. Ja, und mehrmals wirken addiert das.
Ja, zu beachten, dass ein Bannzauber gegen diesen Zauber keine Wirkung zeigt und dass der Zauber erst nach Ablauf der Wirkungsdauer erlischt. Eine Runde pro Stufe, das ist okay. Und ja, im Augenblick senken wir, glaube ich, so um 16, 17%. Um 20%, okay. Das heißt, das Ganze hält eine Phase im Augenblick an. Krass, du bist schon Level 10. Ach so, ihr seid noch 8. Du bist 9. Ja. Also das ist schon Dein Weg einer der vorwärts. nützlichsten Zauber eigentlich, weil wir werden Gegner jetzt haben, die einen hohen Ich Magiewiderstand möchte mich ja haben. nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Oder sogar Magie-immun Wenn sind, ich noch was... einen Schritt machen muss, fallen mir die Die Füße ab. Dämonen des Wir können hier Schlafes nicht jagen rasten, mich. okay. Ich brauche eine Pause. Es soll geschehen. So. Was ich gerade sagen wollte. Wir haben uns hier noch nicht fertig umgesehen. Es gibt Gegner, die magieimmun sind, was eigentlich aber nur bedeutet, dass sie eine Resistenz von 100% haben. Selbst die können wir senken auf 80%. Was dadurch dafür sorgt, dass sie wenigstens etwas Magieschaden nehmen. Ich werde tun, was ich kann. Oder wir sprechen den Zauber zweimal. Kann ich helfen? Dann. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Können wir ihn zweimal Ja, anwenden? einverstanden. Dann können wir ihn zweimal anwenden. Wir wenden den Zauber zweimal an. Dann können wir die Resistenz sogar auf 60 senken. Im Augenblick. Mit jeder Stufe wird es ja 1% mehr zurzeit. Eine eingestürzte Brücke, die tief im Abgrund unter der jetzigen Brücke liegt. Okay, das wird der Eingang nach Dorntief sein. Wir haben aber noch das Klingenextrakt, was wir dem Tibi da bringen wollten. Und Hagrim meint, er könnte da hochklettern, aber das kann er leider nicht. Ja, damit haben wir schon mal den Eingangsbereich, der eigentlich auch wieder relativ cool aussieht, mit den blauen Pilzen und der riesigen Statue da in der Mitte. Schon mal abgedeckt. Vorwärts. So. Hi. Ihr seid zurück, hoffentlich mit Neuigkeiten für mich. Ich habe dieses Gefäß mit Klingenextrakt beim Toten gefunden. Leider. Den Extrakt, aber nicht den Lehrling. Äußerst beunruhigend, dieses Gefäß. Ich fürchte, ich werde mir einen neuen Grünstab suchen müssen. Ja, sehr schön von ihm. Ja. Die Gruppe hat den Gegenstand verloren. Behälter mit Klingen. Rebenextrakt. Ihr habt Bandos Kringrebenextrakt gefunden um 42.000 Erfahrungspunkte. Was ist mit meiner Information? Ach ja, sicher. Folgt dem Weg südlich von meinem Haus, dann kommt ihr nach einer Weile zu einem Abgrund, über den eine Brücke führt. Überquert die Brücke und ihr kommt zum Eingang des alten Zwergenkomplexes. Geht hinein und sucht nach einem Zimmer mit vielen Statuen von Zwergenkriegern. Wenn ihr die Wand, an der sie stehen, genau untersucht, findet ihr eine geheime Tür, die zu den unteren Regionen Dorntiefs führt. Danke für die Information. Ich denke, eine rege Bekanntschaft zwischen uns führt zu nichts, deshalb verabschiede ich mich. Ich glaube, ihr kennt den Weg nach draußen. Wir haben Bandorf den Behälter mit Klingenrebenextrakt gegeben, den wir bei der Leiche in der Ettinhöhle gefunden hatten. Er sagte, dass wir zuerst eine Brücke überqueren müssen, die südlich von seinem Haus liegt,
und in eine alte Zwergenfestung führt, um Zugang zum unteren Bereich des Areals zu erhalten. Dort müssen wir einen Saal mit Statuen von Zwergenkriegern und eine Geheimtür finden, die in der Wand hinter den Statuen verborgen ist, um in die tieferen Regionen der Anlage eindringen zu können. Ja, dann lebt wohl.